Als sich im Jänner 2015 eine Handvoll Leute am Villacher Hauptplatz versammelt hat, um für den Ausbruch des Ersten Weltfriedens zu demonstrieren, hat sich wohl keiner denken können, was daraus entstehen kann. In einem Punkt waren wir uns damals einig. Wir wollen die globalen Herausforderungen auf lokaler Ebene angehen. Deshalb haben wir noch im gleichen Jahr bei der Gemeinderatswahl mitgemischt. Statt in Wahlkampf sind wir in Wahlfrieden gezogen und haben es geschafft, mit einem Mandat in den Gemeinderat einzuziehen. Wir haben uns gefragt, was braucht vielleicht jetzt, damit sich da bei uns ein gesellschaftlicher Wandel verwurzeln kann. So ist als erstes der Freiraum Erde entstanden. Für Villacher Verhältnisse kann man mittlerweile fast von einem Hotspot reden. Da werden neue Ideen und Visionen entwickelt und dann auch noch zum Umgesetzt. Die Erde hat sich Schritt für Schritt zu einem Ort entwickelt, wo Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden. In Workshops und regelmäßigen Infomittwochen tauschen sich die Leute zu den verschiedensten Themen aus. Permakultur, Klimaschutz, alternative Wohnformen und noch viel mehr. So ziemlich alles, was in der Erde umsteht, haben wir geschenkt gekriegt. Von der Couch über den Ofen bis hin zur Computerausstattung. Nichts ist gekauft worden und schon gar nicht die Software, die drauf läuft. Auch alles, was in der Erde passiert oder aus ihr ausgeht, wird verschenkt. Wir leben die Schenkkultur. Dazu organisieren wir noch Online-Verschenkplattformen, eine Schenkbox und Bücherzellen direkt vor der Erde, die 24 Stunden am Tag von allen genutzt werden kann. Es wächst ein Netzwerk mit viel Leid, mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten. Eine Gemeinschaft, die versucht, ihre Bedürfnisse gemeinsam zu decken und die aufeinander schaut. Wo untereinander nicht mehr getauscht wird, sondern geschenkt. Wir setzen uns dafür ein, dass die Grundbedürfnisse der Villacherinnen und Villacher lokal, selbstorganisiert und geldfrei gedeckt werden können. Deswegen haben wir im ersten Schritt im Villacher Gemeinderat vorgeschlagen, Villach zur S-Bahn Stadt zu machen. Wir wollen aber nicht gleich reden, sondern vor allem auch selber tun. Um vorzuzeigen, wie so eine essbare Stadt überhaupt ausschauen kann, haben wir die ersten Hochbeete vor der Erde gebaut und die bunt bepflanzt. Ein Garten für alle, für jeden frei zu beernten und zu bepflanzen. Im Garten setzen wir auf die Vielfalt und wir erkennen ihre Vorzüge. Und das spiegelt sich ja in der Gemeinschaft wieder. Wir lernen ständig dazu, voneinander und miteinander. Nach dem einstimmigen Beschluss im Gemeinderat, vielleicht zur S-Bahn Stadt zu machen, haben wir als Pilotprojekt den Wirtpark als ersten S-Bahn-Park im öffentlichen Raum bepflanzen können. Da geht ein jetzt Obstbäumer, Streicher, Gemüse in die Hochbeete und man findet selbst kleine Elemente aus der Permakultur, wie den Biotopholzzaun. In dem Sinn setzen wir uns weiter dafür ein, dass unser Lebensraum für all seine Bewohnerinnen lebenswerter und zukunftsfähiger wird. Aber auf dem Weg ist noch viel zu tun und die Zeit drängt da. Deswegen sehen wir unsere Vorschläge zur regionalen Ernährungsunabhängigkeit, zur Bodenregeneration, zur autofreien Innenstadt, zum freien öffentlichen Verkehr, zur Energieunabhängigkeit und zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft als wichtige Bausteine, um Villach zur Stadt der Lösungen zu machen. Mit unserem Turn wollen wir die Leute in unserem Umfeld dazu inspirieren, aktiv zu werden und sich bei lokalen Projekten einzubauen oder selbst was zu starten. Was du tust, zählt. Gemeinsam gestalten wir unsere Welt.